Das Stadtgespräch mit Jörg van Hofen. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Stadtgespräch. Heute wollen wir uns über Medien unterhalten und inwieweit sich die Medien auch in den letzten Jahrzehnten verändert haben. Denn das erleben wir ja fast täglich, dass es wieder eine neue Entwicklung in den Medien gibt. Und besonders die jungen Leute, die haben ja sich mittlerweile fast alle gemeinsam ins Internet verabschiedet. Und wie dieser Trend vielleicht aufgehalten werden könnte oder was es da für Konzepte gibt, damit die Medien auch weiter für junge Leute interessant bleiben, dazu habe ich heute 5 Gäste eingeladen und mit denen möchte ich mich über dieses Thema unterhalten. Wieder wären Waltraud von Mengden, sie ist Präsidentin des Verbandes der Zeitschriftenverlage in Bayern. Philipp Welpe, er ist Board Member Publishing, Burda Medien. Ist das korrekt? Also wir würden einfach sagen Vorstand oder Verlagsvorstand, sagt man auch traditionell. Im Internet aber steht Board Member Publishing. Das ist eine englische Website. Well, I'm not sure. Jetzt kommt der nächste gleich, Florian Haller. Da steht Chief Executive Officer Service Plan Gruppe. Man könnte auch einfach sagen Chef von Service Plan, oder? Ja, oder Geschäftsführer oder so ähnlich. Genau. Geschäftsführer, auch gut. Dann haben wir den Hans-Georg Häusel. Er ist nicht nur Psychologe, sondern Experte für Neuromarketing. Und was das genau ist, das müssen wir noch erforschen. Das erforschen wir, jawohl. Und last but not least ist Kerstin Weng. Sie ist Chefredakteurin von InStyle. Und Frau von Mengden, wie kann es denn sein, dass Print die Rolle des Agenda-Settings eigentlich immer weiter verliert und der Online-Journalismus eigentlich immer mehr sozusagen die Deutungshoheit bei uns im Land übernimmt? Was läuft da schief im Print? Also ich kann nur sagen, die Deutungshoheit vom Online-Journalismus, das ist jetzt ein großes Wort und das kann man so nicht sagen, weil der Online-Journalismus in der Form, so wie der Printjournalismus noch existiert, existiert ja noch gar nicht. Alle online großen Websites suchen händeringend nach den Journalisten, die immer noch bei den Printleuten sind. Und die Printmedien haben immer noch die Meinungsführung und die Meinungsbildung. Das sieht man nach wie vor auch an den hohen Auflagenzahlen und auch an den hohen Reichweitenzahlen, die zum großen Teil leider, muss man sagen, auch ein bisschen totgeschrieben werden. Und deswegen ist es natürlich für uns auch sehr entscheidend, dass wir als Verband diese Stärke von Print und auch die Attraktivität von Print, die Print nachweislich heute noch hat, das sieht man auch an den Zahlen, dass wir dieses auch wieder neu inszenieren und diese Stärke auch darstellen. Herr Welte, Burda hat ja die Bunte, die kennen wir alle, Fokus, vielleicht nennen Sie gleich nochmal 2, 3 weitere Zeitschriften. Wie verkaufen die sich, wenn Sie das vergleichen mit den letzten, ja ruhig 20 Jahren? Was hat sich da verändert? Also es hat sich natürlich fundamental viel verändert. Was sich überhaupt nicht verändert hat, ist, dass sie sich sehr gut verkaufen, also dass sie sich exzellent verkaufen. Was sich verändert hat, ist, dass wir eine Verbreiterung des Medienmarktes haben. Ganz einfaches Beispiel, als wir am Ende der 90er, 1998, 1999, InStyle nach Deutschland geholt haben und InStyle in Deutschland gegründet haben, gab es in Deutschland 800 Zeitschriften, heute sind es 2000. Es gibt aber auch über 50 Millionen Menschen in Deutschland, die das Internet nutzen. Es gibt, damals gab es vielleicht 15 Fernsehsender, heute sind es 400. Das heißt also, das Medienspektrum hat sich unendlich verbreitert. Völlig unabhängig davon kaufen Menschen gerne Zeitschriften in Deutschland. Und das heißt, davon lebt dieses Unternehmen Burda in München sehr, sehr gut, weil wir einfach mehr Zeitschriften verkaufen als andere und damit davon sehr, sehr gut leben. Wenn Sie sich aber einzelne Produkte von sich angucken und man auf der anderen Seite sieht, wie online sich immer breiter macht, dann ist es ja eigentlich von der Logik her erstmal, würde man sagen, das tut Ihnen auch weh. Und weil ja der Zeitaufwand, den jeder einzelne Mensch hat, ja ein limitierter ist und dadurch eben auch Zeitschriften eventuell von den Konsumenten gar nicht so intensiv mehr gelesen werden können. Das tut uns grundsätzlich tatsächlich nicht weh. Also die Veränderung in der Mediennutzung ist dort am stärksten, wo ein Magazin oder ein gedrucktes Medium ein Informationsmedium ist.
Ganz grundsätzlich gibt es zwei Motivationen zur Mediennutzung. Das eine ist Information, das andere ist Unterhaltung. Es gibt keine dritte Motivation zur Mediennutzung. Und überall dort, wo ein Medium sehr stark informations- und nachrichtenorientiert ist, dort ist es sehr stark bedrängt oder verändert sich die Mediennutzung durch die Digitalisierung. Einfaches Beispiel, 37 Minuten nachdem Michael Jackson tot war, wusste das die Welt. Das heißt, der Mann war noch warm, da wusste die ganze Welt, dass er tot ist. Das heißt, die Nachricht an sich ist Commodity, die ist Massenware. Und dadurch ist es relativ schwierig, wenn du ein Medium hast, das sich über die Nachricht positioniert und über die Information, ein gedrucktes Medium, das wird nie so schnell sein wie ein digitales Medium. Deshalb hat Burda Mitte der 90er sehr früh auf die Digitalisierung gesetzt unter Hubert Burda. Und wir sind heute mit Focus Online, das ist das Informations- und Nachrichtenmedium, eine sehr gute Ergänzung zu dem Magazin Focus. Also das heißt, die beiden Kanäle oder die beiden Mediengattungen ergänzen sich eigentlich sehr gut. Mhm. Herr Haller, Sie sind ja derjenige, der die Werbekunden beraten muss, wo sie ihre Werbung am besten unterbringen. Und wenn Sie mal so generell sagen, was so Ihr Eindruck ist, wie sich also jetzt eben online gegen Print positioniert hat und was Ihre Kunden denn dann eigentlich von Ihnen wollen. Ihre Kunden wollen ja eigentlich dahin gehen, wo die Leser sind, wo die Menschen sind, die das rezipieren. Ja, also natürlich ist mit dem Internet, mit dem ganzen digitalen Medien ist natürlich ein weiterer Kanal entstanden, der Budgets von anderen Medien abzieht. Und darunter hat natürlich Print gelitten in den letzten Jahren, weil dieser Kuchen ist natürlich endlich und natürlich haben sich da Budgetverschiebungen entstanden. Das heißt nicht, dass Print deswegen nicht mehr funktioniert als Werbemedium, aber die Gewichte haben sich verschoben in den letzten Jahren. Print ist immer dann besonders stark, wenn es um eine hohe Glaubwürdigkeit geht, wenn man die Haptik, die Wertigkeit des Trägermediums besonders betonen will und wenn man auf eine gewisse Nachhaltigkeit setzt, dann ist das ein starkes und empfehlenswertes Medium. Haben Sie das Gefühl, dass die Nutzer, also das wäre natürlich auch für Sie eine interessante Frage, also der Nutzer von Print, ist das eine andere Vertiefung als der Nutzer im Online? Also bleibt das anders im Hirn hängen? Ja, natürlich. Also Print hat von der Werbewirkung oder auch nicht nur von der Werbewirkung, sondern auch von der Inhaltswirkung dessen, was übrig bleibt, würde fast sagen, eine doppelt so starke Wirkung als jedes digitale Medium. Das liegt daran, dass schon allein die Leute in einem ganz anderen Zustand sind. Wir haben das mal gemessen dann auch. Das heißt, also man kann beispielsweise im Hirnscan, aber auch mit EEG nachweisen, dass die Menschen, wenn sie im digitalen Bereich unterwegs sind, immer leicht übererregt sind. Und wenn sie leicht übererregt sind, nehmen sie nicht mehr so viel Information auf. Wenn sie leicht erregt sind und gleichzeitig so eine Entspannungsphase drin sind, nehmen Sie die größte Information auf. Das ist allein schon die Situation. Darf ich Sie da mal unterbrechen? Ja, hat das nicht auch was mit dem Alter zu tun? Also ich kann mir vorstellen, dass eine ältere Generation anders mit den Medien umgeht als die junge Medien. Die ältere Generation ist natürlich, wie man so schön sagt, mit dem Print sozialisiert worden. Die Jungen sind mit digital aufgewachsen. Stimmt da Ihre Analyse noch? Ja, trotzdem. Aber Sie können die Jungen und die Älteren messen im Hirnscanner. Die Lernrate ist trotzdem bei Print größer, auch bei Jüngeren. Die Akzeptanz, das heißt also, wo gehe ich zuerst hin, ist natürlich bei Jüngeren anders. Das heißt, die gucken zuerst mal ins Internet rein. Aber es gibt ganz, ganz viele, und der Herr Welt hat es ja auch gesagt, sehr viele Jungen, wir haben da auch Untersuchungen gemacht, die haben gesagt, wenn ich eine schnelle Information möchte, da bin ich im Internet. Wenn ich mich aber entspannen möchte, wenn ich, was weiß ich, mit der Zeitschrift auf den Sessel sitze oder ins Klo gehe, das ist ja auch eine beliebte Ort oder sowas, dann bin ich völlig entspannt und nehme die Information ganz anders auf. Und das können wir auch im EEG und im Hirnscanner nachweisen. Kann ich da vielleicht kurz was dazu sagen, Klar. Weil wir das auch sehen, wie zum Beispiel Werbung konsumiert wird, auch im Print. Also wir bekommen sehr viele Leserbriefe, die zum Beispiel dann wissen wollen, wenn sie eine gedruckte Werbung sehen, ich sage jetzt mal eine Schuhfirma, die dann fragen, was trägt denn das Model eigentlich für einen Lippenstift? Also die gucken sich die Werbung ganz genau an. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand vor seinem Smartphone sitzt und dann ranzoomt und sich dann denkt,
wow, toller Lippenstift. Also mit gedruckter Werbung beschäftigen sich die Leute eben auch nochmal ganz anders und auch so viel intensiver. Ich würde ganz gerne einmal, das ist nämlich interessant, jeder, der so ein bisschen bei YouTube sich aufhält, der sieht diese YouTuber, nicht? Also die, wo sie jetzt von Lippenstift sprechen und von Schminkgeschichten. Das ist für eine gewisse Generation nicht mehr nachvollziehbar. Die sitzen da und quatschen und halten dann irgendwann ein Produkt hoch. Und wenn man dann mal guckt, wie viele Leute sich das angesehen haben, dann sind das teilweise zweistellige Millionenzahlen, die da rauskommen. Wie geht InStyle damit um? Ich glaube, da muss man unterscheiden. Also was die YouTuber natürlich machen, das ist ja eine Form von Reality-Soap. Also da sitzt jemand und macht irgendwas und ich kann dem einfach dabei zuschauen. Und das sind ja, Schminken ist ja auch ein bisschen was Intimeres, würde ich jetzt mal sagen. Und dann sitzt da jemand und wird ja auch zu einer nahbaren Person und zu einer Art Freundin, die man ja aber eigentlich gar nicht kennt. Also das ist ja dann das Phänomen YouTube und warum die YouTuber auch so gut funktionieren, weil die einfach ja eine Fläche für Identifikation schaffen und eben auch einfach so ein bisschen dieser Schlüssellocheffekt. Print macht ja was ganz was anderes. Also was wir in den Vordergrund stellen, ist ja nicht, dass unser Beauty-Team seitenweise erklärt, wie sie sich jetzt schminken, sondern dass wir einfach den Service in den Vordergrund stellen und die Trends. Das sind eigentlich zwei Paar Stiefel. Aber für Herrn Haller vielleicht nicht, weil Herr Haller muss ja gucken, wo ist das Haarspray am besten unterzubringen. Und wenn ich da Zahlen sehe von 20 Millionen oder 30 Millionen, die so ein YouTuber hat, dann ist es doch für Sie wahrscheinlich schwierig zu argumentieren, nicht zu YouTube zu gehen, sondern in Print. Oder wie machen Sie das, Herr Haller? Ja, also mir ist das ein bisschen zu, im Moment ein bisschen zu zurückhaltend, was das Netz angeht, ja, weil... ja, wenn ich ganz entspannt eine Zeitung lese, dann bin ich in einem Moment, wo ich gut was aufnehmen kann. Auf der anderen Seite, im Netz hast du natürlich die Möglichkeit zu interagieren. Was wir auch wissen aus der Gehirnforschung ist, dass wenn ich mal mit etwas interagiere, habe ich einen ganz anderen Lerneffekt wiederum, als wenn ich es nur anschaue. Also da gibt's, ich finde, das ist nicht ganz so einfach zu sagen, was ist das Stärkere, wer hat den stärkeren Impact. Dazu kommt, dass ich Bewegtbild einsetzen kann und bewegte Bilder sind stärker als stehende Bilder, ja. Und was die YouTuber angeht, du kannst natürlich mit Bloggern heute exzellente Aktionen machen und ganz konkrete Markenbildung produzieren. Und das sind dann nicht nur Schminktipps, sondern da werden dann auch Marken aufgebaut. Es sind ganze Marken entstanden. Gut, aber interessanterweise ist es ja so, dass also gerade die Online-Shops haben also gemerkt, dass gerade bei Frauen, wenn sie also Frauensachen verkaufen wollen, dass die Frauen am Anfang ohne Printmedium überhaupt nicht so reagiert haben. Und daraufhin haben die Online-Shops angefangen, wieder Kataloge zu drucken, beziehungsweise Net-a-Porter hat sogar eine eigene Zeitschrift in 60 Ländern rausgebracht, weil sie eben gemerkt haben, dass die Frauen vorneweg sie erstmal so ein bisschen informieren wollen per Print, in Ruhe, Entspannung auf der Couch, wie wir gerade gehört haben, wo man so ein bisschen mit sich und der Welt und der Mode und dem Beauty alleine ist. Und anschließend, dann geht man natürlich gerne ins Netz und dann shoppt man auch gerne. Aber diese Verbindung ist ganz entscheidend, Print und dann online. Also das, die beiden zusammen, das ist dann extrem stark. Also da kommt man so ein bisschen davon weg, dass man sagt, also Print ist das Höherwertige als alles andere, was da draußen so ist, weil natürlich, wenn so ein Magazin bei einem zu Hause auf dem Esstisch liegt, dann fasst man es immer wieder an und man vertieft sich so ein bisschen drin, aber verändert sich da nicht doch unsere Welt so ein bisschen, dass man, also das, was ja jahrzehntelang immer gesagt wurde, also eine Zeitschrift ist das Hochwertigste, was du eigentlich den Konsumenten anbieten kannst. Ich weiß nicht, solche Wertdiskussionen sind, glaube ich, führen zu relativ wenig. Am Ende, auch das, was wir gerade diskutieren, wir vergessen immer eine wichtige Figur in diesem ganzen Spiel. Das ist der Endverbraucher, der Mensch, der dieses Medium nutzt. Deshalb pflege ich immer zu sagen, wir stellen ja mit Magazinen nicht in erster Linie Werbeträger her, sondern wir stellen Produkte her, die von Menschen gekauft werden und die werden in hoher Frequenz gekauft. Die Menschen in Deutschland lieben Zeitschriften. Also Print ist ja auch nicht gleich Print und Zeitungen haben eine andere Funktion als Zeitschriften und regionale Zeitungen haben eine andere Relevanz und eine andere Funktion als überregionale Zeitschriften und Zeitungen. Das heißt, von was wir leben, zum Beispiel, Burda lebt von hochwertigen
unterhaltenden und extrem beliebten Magazinen. Und Magazine, also Zeitschriften, kaufen die Menschen in Deutschland mit hoher Begeisterung. Die Deutschen kaufen pro Jahr 2,8 Milliarden Zeitschriften. Das sind 2,8 Milliarden Mal macht irgendein Mensch in Deutschland seinen Geldbeutel auf und bekennt sich mit 2, 3, 4, 5, 6, 7 Euro zu einem dieser Produkte. Das heißt, da gibt es eine unglaubliche Loyalität der Konsumenten, also der Endverbraucher zu diesen Produkten. Davon lebt Burda. Wir verkaufen pro Jahr 300 Millionen Zeitschriften. Und das ist einfach wichtig, dass man den Endverbraucher, ich sage mal Erna Struve aus Bottrop, wenn die in Rewe zum Einkaufen geht in Bottrop und dann hat sie ihren Einkaufswagen gefüllt und dann fährt sie mit dem Einkaufswagen an die Kasse. Und wenn sie sich dann sagt, ich habe wirklich so einen harten Tag und ich möchte jetzt mit ihr nach Hause kommen, mir einfach was Gutes tun, ich möchte 2 Stunden Entspannung, Entertainment haben und dann kauft sie sich eine bunte. Das ist genau die Situation, die Burda auch stark macht. Die Menschen lieben diese Zeitschriften. Mhm. Deshalb geht es uns relativ gut, völlig unabhängig von den Verschiebungen im Werbemarkt. Die gibt es natürlich. Der Werbemarkt wächst nicht, aber das Angebot an Medien, an Werbeträgern, an werblichen Inventar ist explodiert. Deshalb wäre natürlich die Frage interessant, wie viel macht Werbung in Ihrer Gewinnrechnung aus? Auf unserer Umsatzseite macht Werbung, hat heute noch eine Relevanz von etwa 25-26%. Also das war zu früheren Zeiten, als wir, sagen wir, InStyle eingeführt haben. Also ich würde mal sagen, vor 10 Jahren war es noch deutlich über 50%. Und das hat sich natürlich dramatisch verschoben. Auf der anderen Seite sage ich mal, das ist eben das Entscheidende, was die Stabilität eines Unternehmens ausmacht, ist seine Verbindung zu den Menschen, die Produkte kaufen. Und aus dieser Perspektive heraus sind wir eigentlich, sage ich mal, Hersteller von Fast-Moving Consumer Goods. Wir verkaufen über 50% unserer Produkte in der Einkaufswirklichkeit, in Großhandel, in Supermärkten, in Großmärkten, in einer Einkaufswirklichkeit mit weit über 100.000 Produkten. Und die Kunst ist es, dass Menschen genau dann in dieser Einkaufswirklichkeit sich für eines unserer Produkte entscheiden. Und das gelingt uns mit hoher Zuverlässigkeit, völlig unabhängig von digitalen Medien und Fernsehen und was alles sich verändert. Die Loyalität des Endverbrauchers zu diesen Produkten, zu diesen Magazinen, die wir herstellen, ist unfassbar groß. Was hier vielleicht auch noch ganz wichtig ist, was der Herr Welte sagt, gerade bei den Zeitschriften. Was Herr Hallervorher sagte, ist dieses Spiel, bin ich bei Ihnen, aber diese Zeitschriften sind erwartbar in Ihrem Glück. Das heißt, es kommt jede Woche wieder freue ich mich auf meine Zeitschrift. Die Leute bilden Rituale mit Zeitschriften, das passiert im Online lange nicht so stark wie mit Zeitschriften, die sind kleine Auszeit zu kaufen, wenn sie das dann sehen, so an der Kasse, wenn sie dann die Frauen dann so sehen, auch die Männer, wenn sie ihre Automotoren Sport kaufen, dann wissen die ganz genau, heute Abend habe ich eine Stunde Zeit nur für mich alleine und diese Entspannung, diese Ruhe, diese Auszeit, die kriegen sie im Online nie her in dieser Form. Natürlich gucken die Leute YouTube und lassen sich unterhalten, ist ja überhaupt keine Frage. Aber diese Erwartbarkeit der Auszeit, der Entspannung, der Freude, der Unterhaltung, das ist tatsächlich Print, das schnelle Spiel. Aber merken Sie, dass Sie für Print eigentlich immer uninteressanter werden, weil es sich so ein bisschen verschiebt? Damit müssen wir leben, ja. Man muss aber schon eins sehen. Also trotzdem, auch die Auflagen sind natürlich über die lange Strecke, wenn man sie sich angeschaut, rückläufig. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass sich im Zeitschriftenmarkt gar nichts mehr tut, sondern wir haben rückläufige Auflagen, weil natürlich auch die Menschen draußen natürlich nur ein bestimmtes Zeitbudget haben. Ja? Und ich bin nicht einer, der sagt, Print wird vergehen. Die Geschichte der Medienentwicklung hat immer gezeigt, dass ein Medium dazukam und noch eins dazukam und es immer mehr gab. Aber auch natürlich im Lesermarkt oder im Nutzermarkt verschieben sich die Gewichte. Ja. Ich würde noch mal bei InStyle interessieren, weil Herr Welter hat gesagt, also Michael Jackson ist gestorben und dann ist es sofort in aller Welt raus. Dieser Google-Journalismus, wie widersetzen Sie sich dem oder ergeben Sie sich ihm? Nee, also wir sind ja mit InStyle eigentlich vom Google-Journalismus relativ unabhängig, weil eine News ist ja nicht unser Business. Also wir sind ein Monatsmagazin, das heißt, unsere Aufgabe ist ja gar nicht, irgendwie tagesaktuell im Print zu versuchen, irgendwas einzufangen. Sondern wo wir mit Google natürlich versuchen zu punkten, ist die Suchmaschinenfunktion, also SEO. Das heißt, dass wir auf install.de
Texte platzieren, nach denen die Leute suchen und Themen, die die Leute interessieren, wenn sie sagen, jetzt steht dann, keine Ahnung, Weihnachten vor der Tür oder was auch immer, dass man dann einfach sagt, okay, dann google ich doch jetzt mal glamouröse Festtagsfrisuren, dass wir dann sagen können, da. Da gibt es auf instyle.de dann was zu lesen. Es gibt ein Video, es gibt ein Interview, es gibt Produktempfehlungen, dass der Konsument, der sich dann eben gerade in dem Moment dafür interessiert, eben alles online findet, was er hat und nicht irgendwie ins Archiv gucken muss, wo habe ich denn die Install von letztem November, wo das wieder alles drinsteht. Also das ist das, was wir unter Google-Journalismus verstehen. Mit den schnellen News haben wir als Monatsmagazin nee, ja gar keine. Aber Sie sprechen ja auch über Prominente und die kommen ja auch bei Ihnen vor. Und woher holen Sie diese Nachrichten? Also die werden ja auch gerne bei Google abgeholt. Genau, also das sind aber dann, also ich sage jetzt mal, das, was wir auf install.de publizieren, das sind weniger Nachrichten im Sinne von News, sondern dann eher, wenn jetzt eine Gala ist zum Beispiel, dann zeigen wir dann die 10 schönsten Outfits. Da ist dann nicht so wichtig, dass das jetzt wirklich eine Sekunde später dann schon online ist, sondern da hat man dann auch mal 10 Minuten Zeit so ungefähr. Aber recherchieren Sie selber? Oder? Natürlich, ja klar. Denn ich meine, ein Trick ist ja wirklich, die Leute einfach mal loszuschicken und zu sagen, bevor ihr ins Internet guckt, recherchiert erstmal eure Geschichten. Genau, aber daran hat sich nichts geändert. Also das ist jetzt nicht, dass wir sagen, stand auf Wikipedia und damit stimmt es auch, sondern der Journalismus hat nach wie vor seine Berechtigung darin, dass man Geschichten findet, dass man Qualität liefert, dass man mit Experten spricht, dass man mal auch ein Telefon in die Hand nimmt oder einfach auch rausgeht und Geschichten ja, sich herholt, die es auf anderen Seiten eben auch nicht gibt. Frau von Mengenden, stellen Sie eigentlich auch fest bei diesen ganzen Printprodukten, für die Sie ja auch Ihr Wort erheben, dass da so eine gewisse Hysterie mittlerweile auch im Print entsteht, angetrieben von dem, was im Netz passiert, was online da passiert? Kann sich Print davon freimachen? Ich stelle eigentlich immer mehr fest, dass diese Hysterie auch auf Print übergeht. Das kommt darauf an, wie man Hysterie definiert. Ich würde sagen, es ist keine Hysterie, sondern im Gegenteil, die Printmenschen und die Verlage haben einfach festgestellt, dass Print nach wie vor ein hochprofitables Geschäft ist, wenn man es richtig inszeniert und auch entsprechend das Content Management drumherum, um die Marke herum baut und die Marke damit auf verschiedenen Kanälen wunderbar inszeniert und damit natürlich auch verschiedene Touchpoints für die Marke geschaffen werden. Das hilft natürlich auch der Printmarke und dann ist auch die Attraktivität nach wie vor ungebrochen. Und weil man das festgestellt hat und weil man auch gesehen hat, dass halt auch die Onliner und auch gerade die Premium-Marken sehr stark in Print investieren, sei es auch Corporate Publishing, das ist ja heutzutage ein Riesenfeld geworden, dass gerade so diese luxuriöseren Marken ja wunderbare Kataloge bis hin zu Büchern drucken in Millionenauflagen, dass man dann eben festgestellt hat, dass Print eben doch sehr wohl gewollt wird und auch von den jungen Leuten im Übrigen sind 85%, die angeben, dass sie gerne Zeitschriften lesen, dass man dann eben gesagt hat, wir probieren es einfach wieder und ist eine neue Begeisterung, kann man sagen, für Print entstanden und es sind ja auch recht erstaunliche Erfolge, trotz dieses Abgesangs von Print wieder entstanden. In jüngster Zeit sind neue Magazine aus Hamburg und aus München und so weiter lanciert worden mit sehr großem Erfolg. Also deswegen würde ich sagen, wir haben keine Hysterie, sondern eine neue Begeisterung. Aber ja. Ja, vor allem, glaube ich, die neue Begeisterung, das entscheidende Wort ist die Resilienz. Also man stellt einfach fest, wie viel, was auch immer sich verändert, am Ende bleibt die Begeisterung und die Liebe zu diesen Produkten. Ich habe, wenn man, Bora digital oder erlebt die Digitalisierung seit Mitte der 90er Jahre, das heißt also 1994, 1995. Und das ist ja, die Welt wird sich immer schneller verändern. Sie wird sich, kann man sagen, auch nie wieder so langsam verändern wie heute. Und gerade in dieser Veränderung ist es wichtig zu wissen, dass das, was wir herstellen seit 20, 30, 40, 50, 60 Jahren, das bleibt und die Marken an sich bleiben. Da wollte ich Sie nämlich gerade fragen, wer eigentlich in Verlagen dafür verantwortlich ist, sich sozusagen diesen neuen Journalismus zu stellen und den Wandel zu vollziehen. Wer macht das in den Verlagen? Es kann ja nicht einfach so weitergehen. Da muss ja jemand sein, der da ein
neues Konzept auch entwickelt. Transformation ist ein Mannschaftssport. Also das ist nicht was, ist kein Einzelwettbewerb. In dem Grunde ist das, was wir bei Burda machen, seit jetzt ja tatsächlich vielen Jahren sehr konsequent in immer neuen Veränderungsprozessen, ist, dass wir gemeinsam, also sowohl das Management als auch der kreative Teil, sowohl das Marketing als auch der Sales, dass wir in sehr grundlegenden Veränderungsprozessen uns auf eine veränderte Wettbewerbssituation einstellen, auf eine veränderte Mediennutzung. Das heißt, es ist ganz klar, dass unsere Marken, wenn wir den Konsument in den Mittelpunkt stellen und seine Beziehung zu unseren Marken, heißt es auch, dass wir den Konsumenten natürlich 360 Grad erreichen müssen. Das heißt also, eine Insta-Leserin, wenn die morgens auf dem Weg zur Arbeit ist und in ihrem Smartphone unterwegs ist, dann hat sie natürlich von Insta morgens ein Newsletter bekommen mit morgens Tipps. Und so geht es mit all unseren Marken, dass wir praktisch auf jedem Device, dass unser Konsument, unser Leser, unsere Käuferin, dass die benutzen, überall dort sind wir mit unseren Marken. Warum? Weil wir so diese Markenwelt um unsere Produkte, unsere Kernprodukte aufbauen mit dem Ziel, wovon leben wir, dass am Ende junge Frauen mit unglaublicher Zuverlässigkeit die Zeitschrift kaufen. Hören Sie dann auf Mediaagenturen, die ja auch dann direkt an dem Kunden oft dran sind, wie sie sozusagen sich weiterentwickeln sollten am besten, damit Werbetreibenden bei Ihnen landen? Wenn wir auf Mediaagenturen hören, wenn das ist eine sehr lange Geschichte, was dann oder es könnte auch eine sehr kurze Geschichte sein. Ich glaube, was wir natürlich machen, ist wohlwissend, also Burda ist der unter den Zeitschriftenvermarktern ist der größte Vermarkter in Deutschland. Das heißt, wir sind auch dort tatsächlich sehr nachhaltig erfolgreich. Das gelingt uns deshalb, weil wir mit den Mediaagenturen in einem kontinuierlichen engen Austausch sind. Warum? Sicher lernen wir gegenseitig, aber wir haben auch die gleichen Kunden. Und unser gemeinsames Ziel ist natürlich dann, einen großen Kunden einfach für den die beste Lösung zu bieten. Wenn ein großes Unternehmen, nehmen wir mal ein großes bayerisches Unternehmen wie BMW, hat natürlich auch völlig sich verändernde Kommunikationsbedürfnisse. Und da ist es schon wichtig, dass die Agentur mit dem Medienunternehmen, das Medienunternehmen mit der Agentur gemeinsam überlegt, wie kann man eigentlich die Kommunikationsbedürfnisse des Kunden befriedigen. Digitalisierung an sich ist kein Allheilmittel. Sie müssen sich überlegen oder sich vorstellen, man muss sich versuchen vorzustellen, Ende 2015, die Datenmenge, die Ende 2005 im Netz war, waren 8,5 Zettabyte an Daten, die im Netz vorhanden waren. Was sind 8,5 Zettabyte? Das entspricht einem Spielfilm mit einer Länge von 36 Millionen Jahren. Das ist die Datenmenge, die Ende 2015 im Netz war. Das heißt, es ist eine unfassbare Flut an Informationen und Unterhaltung und pure Ablenkung deswegen, im Netz. Deswegen sind Marken ungeheuer wichtig. Marken sind wichtig und die Geschichte, die man erzählt. Und deshalb ist auch wichtig, dass man, wenn man für ein Unternehmen eine Geschichte erzählt, dass man versucht, das wirklich gemeinsam Aufmerksamkeit stark zu machen. Ich würde gerne gleich, wenn wir zurückkommen, mit Ihnen diskutieren, ob Print dann irgendwann mal etwas für Eliten sein wird. Ob es also sozusagen nur noch eine gewisse Menge an Lesern gibt, die aber dann besonders, ich sage mal, hochwertig sind. Wenn wir zurückkommen, sprechen wir darüber. Ja, ich spreche mit meinen Gästen darüber, ob Print irgendwann nicht nur etwas wird für eine elitäre Schicht. Und da wollte ich Sie einfach mal fragen, Herr Haller, ob Sie das so in absehbarer Zeit vielleicht sogar gut finden, dass man also eine ganz bestimmte Schicht, denn das sind ja Leser, die also auch wirklich sich für viele Themen in der Tiefe interessieren, die dann vielleicht auch für die Werbewirtschaft besonders interessant werden. Ich glaube nicht, dass in absehbarer Zeit die Frage Print oder nicht Print sich an der sozialen Klasse orientiert. Ne? Ich glaube, dass es aber Print einfach spitzer wird. Wir bekommen immer mehr Titel, die Auflagen, wie gesagt, steigen nicht. Das heißt, Print geht näher an die einzelne Zielgruppe ran. Und ob jetzt das Motorrad-Tuning-Heft wird nicht das Heft der Top-Elite sein, sondern wird einer anderen Klasse sein. Das wird, glaube ich, keinen großen Unterschied machen. Aber es wird spitzer, persönlicher, individueller werden. Das denke ich mir jeder Fall. Sie nicken. Wie finden Sie raus, was Ihre Zielgruppe interessant macht? Also woran orientiert sich die Chefredakteurin von InStyle
was sozusagen, da ist ja interessant, was in 3 Monaten in sein wird. Mhm. Wo holen Sie sich da die Anregungen? Also die Anregungen holen wir uns natürlich 2-mal im Jahr auf den Schauen, aber wir sind nichtsdestotrotz spontan genug, dass wir auch auf Trends reagieren können, die während der Saison einfach über den Streetstyle entstehen. Und ich habe es gerade deswegen auch genickt, weil ich gebe da also jedem, der diese Meinung vertritt, vollkommen recht, dass eben Print auch sich die Zielgruppen immer genauer angucken muss, dass man halt wirklich ein passgenaues Heft macht für die Zielgruppe, dass es nicht sein kann, dass man, ich sag jetzt mal, so einen Gemischtwarenladen anbietet. Also hier noch das Horoskop, da noch die Reise, da noch die Diättipps und dann wirklich so das komplette Programm. Ich glaube, dass das immer mehr abnehmen wird auch und dass dann genau, wie schon gesagt wurde, wirklich diese Zuspitzung einfach Erfolg haben wird, dass wirklich der Leser, wenn er am Kiosk steht, also als Konsument dann weiß, warum er zu welchem Titel greift. Und da gibt es ja auch ganz gute Beispiele innerhalb von der Branche mit Neuentwicklungen, die wirklich super spitz waren. Also, weiß ich nicht, ein Kochmagazin für Männer, wo jeder am Anfang gesagt hat, wie kann das denn sein? Und dann auf einmal entpuppt sich das als wirklich verkaufsstarkes, ja, als verkaufsstarke Neuentwicklung, weil es eben so spitz ist. In der Küche, also hallo. Ja. Genau. Aber wenn Sie dann mal das große Fenster aufmachen und mal gucken, was der Herr Google und der Herr Facebook da veranstalten, ist da überhaupt noch gegen anzukommen? Ist das nicht jetzt mittlerweile, das ist ja nicht groß, das ist ja gigantisch, was diese beiden Firmen da aufbauen? Das stimmt partiell. Die Frage ist natürlich, wenn man dieses Gigantismus-Spiel oder dieses Quantitätsspiel mitspielt, hat man verloren. Wir spielen ein anderes Spiel, wir spielen ein Qualitätsspiel und da sind wir extrem gut da dran. Und das, was wir da tun, machen wir mit so großer Nachhaltigkeit und so großem Erfolg, dass wir sicher in dem dort, wo es entscheidend ist, nämlich im Kontakt zum Endverbraucher, da kann uns Google oder Facebook oder die können uns, die stören uns nicht, tangieren uns nicht. Die Qualität unserer Produkte ist dort entscheidend. Und die Loyalität der Konsumenten zu unseren Marken und unseren Produkten. Im Werbemarkt ist es schwierig. Eine aktuelle Studie oder aus dem Frühjahr dieses Jahres sagt, dass 85 von jedem Dollar, der in die digitale Werbung geht, landen 85 Cent bei Google und Facebook. Bei 2 Unternehmen 85% der eingesetzten digitalen Werbeumsätze. Um die restlichen 15 Cent prügelt sich der Rest der Welt. So, das heißt, wenn ich mich auch in diese Prügelei begebe, dann bringt das relativ wenig. Aber redaktionell macht es nicht für Ihre Produkte Sinn, Google und Facebook zu nutzen? Und das tun Sie ja auch, Das sind ja nicht unsere Feinde. Das sind ja nicht unsere Feinde, sondern es ist halt, wir bewegen uns alle in einem Markt, in dem es letzten Endes um die Zeit und die Aufmerksamkeit von Menschen geht. Das ist sozusagen der gemeinsame Markt, in dem bewegen sich alle. Das Spezielle, was wir tun, ist natürlich, wie gesagt, unsere Marken zu verbreiten und die Leser, Käufer, Nutzer dort zu erreichen, auch wenn sie bei Google sind, auch wenn sie bei Facebook sind, das machen wir natürlich. Aber letzten Endes, das ist keine Kompetition. Also wir befinden uns nicht in einem Streit oder Wettstreit oder Wettbewerb mit denen, sondern wir machen unser Ding. Das ist ein journalistisches Qualitätsspiel. Und die machen ein ganz anderes Spiel. Wir müssen schon darauf achten, also ich meine, Google und Facebook und wie sie heißen, haben ja mittlerweile schon eine Monopolisierung. Und das liegt natürlich auch daran, dass wir nicht wirklich das gleiche Level Playing Field haben für unsere deutschen und europäischen Unternehmen wie für die amerikanischen Unternehmen. Das heißt, wir haben nicht die gleichen Wettbewerbsbedingungen, denn die unterliegen einem anderen Steuerrecht. Sie versteuern hier nicht das, was sie hier einnehmen. Und das Kartellrecht ist auch gegen uns gerichtet. Das heißt, also die haben überhaupt kein Problem, jetzt hier sich zu monopolisieren. Und da müssen wir natürlich gerade als Verband und gerade natürlich der VDZ in Berlin, wir müssen da schon auch die Politik noch stärker sensibilisieren, was ja jetzt gerade auch in Brüssel mit Herrn Oettinger stattfindet, dass wir da ein stärkeres Wettbewerbsgleichheit bekommen und ein gleiches Level Playing Field bekommen. Also das ist schon eine Einschränkung, trotz aller sportlichen Ehrgeiz und genau, richtig, die müssen einfach für die Zukunft, da müssen wir schon darauf achten, dass da unsere eigenen europäischen Unternehmen nicht zu stark drunter leiden. Genau.
Genau, Google und Facebook hat ja auch überhaupt keinen, die erstellen ja keinen Content. Also die bedienen sich an unserem Content, den sie dann widerspiegeln. Genau. Und das heißt, also natürlich jetzt mal runterskaliert, bedeutet es, wir brauchen sie, die brauchen aber auch uns. Also von dem her, wie Herr Welte schon gesagt hat, da ist eigentlich kein Wettbewerb, wenn es um die redaktionelle Sicht geht, das Monetäre, also das, ja, alles, wenn es um, ja, um die Monetarisierung geht, dann ist es natürlich wieder was komplett anderes, aber wirklich nur der Inhalt, das Redaktionelle, da bin ich als Chefredakteurin natürlich sehr daran interessiert, dass meine Inhalte auf Google gut platziert sind, dass unsere Inhalte im Facebook-Feed gut angezeigt werden. Aber nichtsdestotrotz, wenn es uns nicht gäbe und die ganzen anderen Magazine auch nicht, was würde denn Facebook zeigen? Ist das sehr selbstbewusst, was wir da von der Chefredakteurin hören, dass Facebook eher auch InStyle braucht? Also so klingt das natürlich ein bisschen vermessen. Also, da ist schon, da hat die InStyle-Chefredakteurin natürlich schon recht auf eine gewisse Art. Natürlich braucht Facebook, brauchen die digitalen Medien, brauchen Inhalte und bedienen sich natürlich unter anderem der Zeitschriften Inhalte. Ja. Auf der anderen Seite muss man sagen, ist natürlich trotzdem eine heftige Wettbewerbssituation da, weil ein Werbeeuro ist ein Werbeeuro, der kann eben nicht von beliebig vielen verwendet werden. Und eine Stunde Mediennutzungszeit ist eine Stunde Mediennutzungszeit. Ja? Und die kann man entweder in einer Zeitschrift verbringen oder man kann sie auf Facebook verbringen oder YouTube und so weiter. Und natürlich haben die jüngeren Menschen, also meine Tochter, wenn sie sich entspannt zu Hause, dann erwische ich die mit dem iPad in ihrem Bett und schaut sich YouTuber an. Also da ist schon, natürlich tun sich da Dinge, verändern sich Dinge. Natürlich ist da eine latente Wettbewerbssituation. Das ist aber eher das Fernsehen. Die hatte zu der Zeit früher wahrscheinlich eher ferngesehen. Also ich glaube, wo dieser Teil der Mediennutzung von der Generation unserer Kinder ist wahrscheinlich, also das, was auf dem Tablet, auf dem iPhone passiert, wenn die in ihrem Zimmer sind, das ist sehr stark eine Zeit, die sie früher sonst eher mit dem Fernsehen verbracht hätten. Also ich glaube, am Ende ist es natürlich klar, geht um die Zeit, die man mit einem Medium verbringt. Mir geht es einfach nur darum zu sagen, letzten Endes, das Entscheidende, was wir machen müssen, ist das Qualitätsspiel letzten Endes. Dann gewinnen wir auch die Kinder dazu, die junge Generation, eben eine InStyle zu lesen. InStyle ist eine sehr junge Zeitschrift. Das heißt, junge Menschen, junge Mädchen kaufen gerne InStyle. Aber da würde ich Herrn Rössel gerne fragen, was würden Sie denn einem Verlag empfehlen? Also der Kampf um die jungen Leute, der ist ja mittlerweile auch sehr, sehr heftig, weil die Werbetreibenden natürlich besonders interessiert sind an den jungen Menschen. Ein paar Argumente haben wir, glaube ich, schon gehört. Das eine ist, eine klare Marke zu bilden, also eine klare Zeitschriften- und Medienmarke zu bilden, dass die Zielgruppen, sie werden in der Tat immer fragmentierter, man versucht immer, die Zeitschrift zu bekommen, die für sein Interesse in dieser Situation das Richtige ist. Das heißt also, klare Zielgruppen auszumachen, klar zu sagen, wie sieht eigentlich mein Leser oder meine Leserin aus, Alter, wie sieht seine Emotionsstruktur aus, was sind seine Bedürfnisse, und zwar ganz konkret und ganz tief, und die auch ganz sauber und ganz konsequent zu bedienen und nicht abzuhauen. Das heißt, früher war in der Zeitschrift sehr oft, dass man allen Inhalt reingemixt hat, dann mal geguckt hat, wer es kauft. Das funktioniert heute so nicht mehr. Heute Zeitschriften werden sehr viel konsistenter gemacht, sie werden klarer gemacht, klar geführt, und dann weiß man auch ganz genau, was drin ist. Und diese Erwartbarkeit in einem immer schnelleren Leben wird für die Menschen immer wichtiger werden. Das heißt, ich weiß ganz genau, was im Internet, wissen Sie nie genau, was da passiert. Bei der Zeitschrift, an der Tankstelle, im Kiosk, wissen Sie ganz genau, das ist da drin. Und ich weiß das von meinen eigenen Töchtern, wenn ich mit denen in Urlaub fahre, die fahren noch mit mir in Urlaub, die sind 25, 30 Jahre alt, und dann sagen sie, Papi, dürfen wir uns an der Tankstelle einen Kaffee kaufen? Und glauben Sie, die kommen mit dem Kaffee raus schon? Und was haben sie unterm Arm? Sie haben eine InStyle im unterm Arm und sie haben noch drei weitere Zeitschriften, weil sie sagen, jetzt beginnt eigentlich unser Urlaub. Das heißt, natürlich gucken die aufs iPad, da bin ich schon beim Herrn Haller auch dabei, aber dieses Urlaubsgefühl, dieses Freizeit, genau zu wissen, was in den Zeitschriften drinsteht, also nicht natürlich, da ist was Neues drin, aber zu wissen, welche Emotionen angesprochen werden, was sich da passiert,
Das funktioniert auch in Zukunft. Unser Gehirn, die Medienwelt, die verändert sich wahnsinnig schnell. Aber bitte denken Sie daran, dass sich unser Gehirn, unsere Emotionssysteme 100.000 Jahre nicht verändert haben. Die Bedürfnisse sind die gleichen. Sie werden medial nur anders gespielt. Und je differenzierter die Welt wird, desto mehr brauche ich in meinem unsicheren Leben Ankerpunkte, wo ich ganz genau weiß, welche Belohnung kann ich da erwarten. Und das kann niemand anders besser machen als eine schön gemachte haptische Zeitschrift, die ich angucken kann, die ich erleben kann. Spannendes Thema. Wir werden das Thema in einem zweiten Teil, den wir um 22 Uhr senden werden, noch weiter vertiefen. An dieser Stelle bedanke ich mich schon einmal in der Runde und kommen Sie wieder um 22 Uhr. Da wird dieses Thema weiter behandelt. Das war das Stadtgespräch mit Jörg van Hoven.